Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Ja, 3 Jahre zuvor. Wir sind ein bisschen blasser, jünger. Na, mal gucken. Wir sollen uns einen Kaffee machen. Ich will aber doch keinen Kaffee machen. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwie was sehen. Ich sehe zum Beispiel, da ist eine Kaffeekanne. Hey, Liebling. Hi. Eine lange Nacht. Aber diese Fotos werden wirklich großartig. Ah, super. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Geht's hier rein? Nö, ist zu. Was hier? Manuskriptseite. Es ist. Achso. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, warum ist das so leise? Wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Warum ist das so leise? Wartet mal kurz. Ich habe doch gar nichts eingestellt. Vor allem Sprache ist volle Pulle. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben aber noch eine zweite Seite. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Peiner dulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Oh, das klingt ja fast, wohlbemerkt nur fast, an Max Payne, ja? Frau und Baby, Schmerzmittel aufgelöst, Gallenflüssigkeit. Ich drück nie F5. Entschuldigung. Das. Oh, untersuchen. The Fall of Cassie. The Things That I Want. Alex Cassie. What I Can't Forget. Und Return to Sender. Aha. Okay. Wir sind sehr erfolgreich, aber unsere Bücher sind nicht sehr einfallsreich dekoriert. Oh, guck mal hier. Ein Flachbildschirm. Oder? Was ist das für ihn an? 32 Zoller. Oi. Da drüben sind Wolken. Guckt mal. Warum ist da nichts zu sehen? Das liegt bestimmt nicht am Sturm. Können wir hier eigentlich raus? Wir sind doch gerade eben... Oh... Können wir hier raus? Nee, ne? Guck mal, da draußen ist nichts. Da ist auch dieser Nebel. Das ist doch nicht wirklich. So, haben wir noch irgendwas anderes außer der Kaffeemaschine? Okay, machen wir Kaffee. Kaffee läuft. Toll, danke. Bitte. Okay. Zu Alice gehen. Dann gehen wir mal zu Alice. Nein, lass wir mal. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen. Ui.
Die hatten wir doch gerade eben. Na gut. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Was ist los? Ja, ich bin hier. Bitte überprüf den Sicherungskasten. Wo ist er? Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Da ist er. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay. Mach nur das Schatz, Licht wieder das an. Ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Hi. Ist okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Okay. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Warum sollte er so einen alten Schalter haben? Oh, schönes Penthouse-Suite hier. Nee, Penthouse ist es ja nicht. Apartment, ne? Bright Falls heute. Hm. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Nicht gut. Sind Sie übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Tja, wollt bloß angeln. Das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Der war angeln. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Ja. Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wayne? Nein. Ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Mhm. In dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Okay. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Okay. Nix. Ein bisschen Müll. Aber damit wurden wir nicht hierher gefahren, oder? Sondern mit dem Auto dahinter. Wenn wir mal hier rausgehen. Oder ist da drüben noch irgendwas? Ach, die ist ja auch wieder da. Gucken wir mal hier. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Deputy Grant, die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Wie ist die denn drauf? Ich gehe mal kurz hier lang. Oh, lesen. Richard Bohr, Bruce Dansky, Jacob Miller, nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Okay. Oh, hier ist die... Die Sarah. Die Frau Sheriff ist hier. Ich gehe mal dann hier nicht rein.
sondern wir gehen erstmal hier vorne gucken. Mr. Wake? Ja. Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ah, okay, danke. Ich möchte bis kurz hier... Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Aha. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Okay. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Okay, guck mal hier, 5/4 Zoll. Diskettenlaufwerke im Monitor. Eine alte Robotron-Maschine. Irgendwas in dem Dreh. Jedenfalls schon ein paar Tage. Ja. Ja. Okay, da geht's nicht rein. Was haben wir denn hier? Ja, Herr Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt. Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Okay. Das waren aber nicht wir. Ui, was ist nicht da? Manuskript. Wieder irgendwas hier. Was ist mit denen? Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Naja, ich würde nicht lachen. Sie hat da wahrscheinlich schon richtig Panik. Okay, wir können hier... Sheriff Breaker wartet in ihrem Büro auf sie. Ja. Ja doch. Hier ist auch jemand vermisst. Oh, ein Kätzchen. Nun gut, ab rein da. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ja. Das Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Die PIN haben Sie nicht da eingegeben, oder? Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht... Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Oh, hier haben wir noch eine Seite. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. In dem Haus. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh, mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Nee, wir nehmen aber erstmal hier... Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein.
Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Okay. Geht's hier oben vielleicht rein? Nö. Fokus. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. So, hier ist nix. Wir suchen erstmal alles ab, wo wir die Zeit und die Möglichkeiten haben. Ui. Oh. Wir sind aber gut drauf. So, wir nehmen erstmal hier die Seite. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Ist das jetzt die Erzählung von dem, was wir hier gerade spielen oder irgendwas Paralleles oder? Alles Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Wie komme ich denn hier raus? Okay. Hat geklappt. Was? Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Und kaputt. Okay. Der schläft. Der hat das natürlich nicht mitbekommen. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.